Jo Leute, jetzt geht's weiter. Ich hab ihn schnell eingebaut in Jimenez. Weil, wie gesagt, Marquinhos. Ich zeige euch gleich, was ich gemacht habe. Wir brauchen von Paris mindestens einen. Wir haben einen mit Marquinhos. Der ist ja eigentlich Innenverteidiger. 86 Gesamtwertung, 75 Teamchemie und 11 Spieler. Im Tor. Ihr seht, Jimenez habe ich unten. Im Tor Ederson. Heute Morgen war er bei 32, jetzt ist er schon bei 37. Ja. Aber ich wollte jetzt nicht noch länger warten. Oscar. 1,6. Hier werde ich aber jetzt gleich den Jimenez reinhauen. Fernandinho. Felipe. Erstbesitzer. Marquinhos. 14. Ach du nein. Lucas Leiva. Erstbesitzer. Fabinho. Erstbesitzer. Paulinho. Erstbesitzer. Bernardo Silva. Erstbesitzer. Den wir ja auch schon gezogen hatten damals. Juan Moutinho, Erstbesitzer, sowie Harry Kane, 31k. Bei ihm würde es jetzt nicht reichen, gell? Nee, das Rating passt nicht. Könnte ich auch im Sturm stellen, aber der ist Untrade, bringt mir nichts. Hier, 1,6 kriege ich wieder zurück. Ist jetzt nicht die Welt, aber besser als gar nichts. Er ist nämlich ja auch Untrade gewesen, also von daher. Ich habe Marquinhos gemacht, weil es halt ein perfekter 6er oder 8er ist, je nachdem wie man spielen will. Und er passt halt zu Neymar wie die Faust aufs Auge. Beide Paris, beide Brasilien. Was willst du mehr? Perfect Link. Und die Karte sieht halt echt gut aus. Foot Freeze Karte Nummer 1 in meinem Verein. Ich freue mich. Ist halt wirklich ein geiler Spieler. Der gefällt mir. Den wollte ich unbedingt im Team haben. Und ich zeige euch, wie mein neues Team aussehen wird. Mannschaft runter und zwar so wo ist er hin da ist er hin, das heißt mein Kamada Rulebreaker will ich abgeben, dafür Mandy dahin. Mandy hat aber nur 9. Würde ich mit Kamada 10 haben, auch wenn es kein großer Unterschied ist. Kamada hätte tatsächlich 10er Link durch Brasilien. Da würde aber Koundé wieder runtergehen auf 7, also lasse ich Mandy, dann hat Mandy 9 und das schickt mir dicke Benjetta auch nur 9. Das ist natürlich blöd, weil keiner mehr Frankreich ist, sind halt jetzt beide Brasilien, aber mit 9 ist es immer noch spielbar. Von daher, ich glaube, das ist ein geiles Team, was ich mir zusammenbastel. Die werden halt nicht kompletten Attribute bekommen. Ich habe den normalen Benjetta, der war schon geil. Ich will jetzt aber den anderen Benjetta und Kanté will ich sowieso schon. Wollte ich schon mal in FIFA 20 haben, da hatte ich nie die Coins. Jetzt ist meine Chance. Ich wollte ja eigentlich hier Roa Felix machen. Ich hatte ihn auch schon fertig. Aber dann hätte ich Benjetta wegmachen müssen. Renato Sanchez kann ich dann leider auch nicht mehr spielen. Passt auch nicht mehr in meinen Verein. Also ich habe es mir schwer getan. Lucas Moura im Nachhinein jetzt ärgerlich. Andererseits 300k für den 85er wäre es auch nicht wert gewesen. Ich hätte auch gern den Foot Freeze von ZWM Portugal. Wie heißt er denn? Ich komme gar nicht drauf. Der hätte auch hier perfekt reingepasst, auf jeden Fall. So, ich weiß halt, Alessandrini passt ja auch rein. Dann könnte ich vielleicht ihn wegmachen. 7 nur. Hätte ich aber noch eine Idee, um es wieder zu verbessern. Ich habe doch Mukiele. Dann wäre es auf der Ecke dreimal Frankreich.
Und dann müsste es doch auch perfekt linken, weil ich sehr viele Franzosen habe. Und dann hätte ich auch wieder Perfect Link. Oder wäre sogar Kunde auf 10. Dann wäre alle bis auf Ben Yedder und auf er. Ja, ja. Okay. Ich glaube aber, ihn will ich lieber spielen wie Lucas Moura. Nee, ich glaube, das Team ist geil. Ich werde das auf jeden Fall mal spielen am Wochenende. Mal schauen, was rauskommt.